Hallo, und jetzt sind wir bei Wer? Also Wer bedeutet Bellezza Elektra Karimali. Daher haben wir jetzt die neue Bellezza Espresso Maschine, die Initio VR, das ist die neue Version von Initio mit einer Profilierung von Druck beim Kaffeekochen, und wir haben auch die neue come si chiama questa qui? Com'è che si chiama? Und da haben wir die neue Giulia. Alessandro, du kannst die neue Giulia zeigen. Die neue Giulia ist im Grunde genommen eine revidierte Version von Valentina. Was sich geändert hat, ist ein Piedi-Steuerung zu sehen. Man kann das Gerät auch, obwohl eine Vibrationspumpe ist, auch mit Wasseranschluss betreiben. Und das ist schon eine kleine Neuigkeit. Und jetzt sind wir ein Stück weiter gegangen, und jetzt sind wir bei La Pavoni. La Pavoni heute gehört zur Mac-Gruppe und hat damals schon die Isomac abgekauft. Und jetzt werden wir die Leute von La Pavoni besuchen. Komm, Alessandro. Willkommen. Man sieht und man hört, dass ich keine Stimme mehr habe. Sind fast 6 Stunden vorbei. Wir haben mit alle gesprochen, und jetzt sind wir leider ich ohne Stimme bei Torre Espresso. Das ist unser Lieblings, sagen wir so, Ersteller. Und ja, komm, Alessandro. Wir stellen Upsala. Andrea Ferrari ist der Besitzer von Rocket von Torre Espresso. Saluta. Hi. Und wir wollten jetzt etwas Neues vorstellen. Queste sono le? Alfredo. Vieni, vieni, Andrea. Maxi, du musst die Frage stellen und ich übersetze. Prego. Was ist, genau, was ist an der Maschine jetzt, was ist die neue Maschine? Che cos'è di particolare? Questa macchina è una macchina con caldaia da 1,5 litri in rame, con scambiatore di calore. Also, die hat ein Kessel, ist 1,5 Liter groß, und das ist typische VAEMA-System. Poi? Abbiamo il display OLED con il shoot timer. C'è il shoot counter wie bei Rocket beispielsweise, ist fast ähnlich. Che cosa possiamo fare? Possiamo avere la funzione Steam Boost. Oh God. Momento. Ok, mi devi spiegare cos'è sta roba. Allora, passo di Maxi, qui. Maxi, vieni di qua, vieni. Yeah. Ale. Passo di qui, qui si vede bene anche il display. Ok, ah. Vieni qua. Che cos'è questo Steam Boost? La macchina può essere regolata su 4 diversi livelli di temperatura. Also die Maschine kann in 4 verschiedenen Temperaturen angestellt werden. Con controllo PID. Mit PID-Steuerung. Uh-huh. E sistema per prevenire l'overheat del gruppo. Ok. Come lo spieghiamo? Hast du verstanden, was ist das? Also es ist Überhitzung der Körper. Das hat also dass sie, wenn die Brühgruppe zu heiß wird, dass sie ein Signal. Ja, die Maschine bekommt ein Signal, dadurch den Kessel heizt weniger oder nicht mehr oder kontrolliert die Temperatur, somit auch wir keinen Dampf aus dem Brühkopf bekommen. Bravo, come l'hai trovato questo sistema? Attraverso tante prove. Hast du verstanden, Maxi? Dass er das erste Mal probiert hat? Ja. A lot of tests. Viele Tests. Viel getestet. E poi? E poi, praticamente, in qualsiasi livello di temperatura tu sei, premendo velocemente, entra per 3 minuti in Steam Boost Mode, ti porta alla massima pressione per ottenere il massimo vapore. Interessant, okay, das ist ganz, ganz neu, deswegen, wir müssen langsam erklären. Ich kann 4 Temperaturen
aussuchen. Auch wenn ich auf einer Temperatur bin, kann ich für 30, kann ich das kurz betätigen, den Schalter hier, und für drei Minuten, können wir einen Steam Boost haben. Das heißt, die Maschine produziert so viel Dampf, damit ich die Maschine auch trotz meiner Temperatur im Café auch eine sehr konstante und sagen wir so, Menge an Dampf bekommen kann. Nach 3 Minuten fährt natürlich die Maschine auf den, sulla sua temperatura normale. Può essere disattivato, okay. Torna alla temperatura, okay, che avevo settato, okay, in precedenza. Nach der, also das ist nur ein Booster für 3 Minuten, solo ein Booster für 3 Minuten, nachdem die Maschine kehrt an seine angestellte Temperatur. In più è possibile regolare, sempre entrando nel menu con il pulsante visualizzato a display, la preinfusione. Also durch den Schalter kannst du die Vorbrühen anstellen oder programmieren, l'Eco-Modus. Da 0,5 a 5 secondi e l'Eco-Modus programmabile fino a poterlo anche disattivare. Und durch den Schalter man kann das Eco-Modus programmieren oder auch disaktivieren. Un casino, ci hai messo tantissimo qua dentro. Come mai? Perché la competizione è dura e bisogna sempre fare qualcosa più degli altri. Questo è qualcosa più degli altri. Ok, ich würde sagen, dass wirklich jetzt die, com'è che si chiama? Questa qui? Come si chiama la macchina? La macchina è Alfredo. Alfredo, also das ist jetzt die erste Neuigkeit, die wir auf der Messe sehen. So was haben wir bis jetzt nicht gesehen. No. Also diese Dampfbooster, wie auch 4 verschiedene Temperaturen, Eco-Modus, Preinfusion. E Shot Timer, tutto con OLED display. No. Ok. Si chiama TSP System, Torre Smart Pit. TSP System, Torre Smart PED. Bravo Andrea, complimenti. Grazie. Prego. Quanto costerà? Quanto costa al privato? Al privato devo prendere il listino. Attraverso 1600-1700? Sì, siamo all'intorno dei 1700. Partire da 1700 fino ad arrivare a 1850. Okay. Dipende dal colore, legno. No. Perfetto. Con ovviamente la carica. Basta anche se rausnehmbar? No. La macchina segnala se non ha acqua, vero? Sì. Die Maschine meldet, wenn kein Wasser mehr im Wasser vorhanden ist. Tutto a Display. Ja. Display sagt uns alles. Okay, bene. Dann würde ich sagen, du kannst weiterhin mit der Maschine, Alessandro, gehen. In den Farben. Quali colori? Disponibile standard, per ora abbiamo bianco, standard opaco, ist weiß. E grigio opaco. Grau. Ja. Und, e poi nero? No. No. Nero è disponibile. No. Solitamente torre è disponibile a qualsiasi personalizzazione. Ok. Jede Farbe ist nachzufragen. La nuova Adele. Che cos'è Adele? Adele è una macchina con uno studio della forma differente. Questa è vuota. Puoi vedere però, rail 5 mm di spessore in acciaio. Ok. Una forma diversa, quindi tutto saldato a mano. Ist alles per hand gelötet, oder? Ja, von auf das abgeflacht, ja. Con tutte le funzioni della Peppina Evo, compreso il premium pack dentro questa macchina. Genau, also die Funktionen der neuen Peppina Evo, so, nur vom äußerlichen Gehäuse nochmal deutlich verändert, auch mit den abgerundeten Kanten, mit der Reling auch, was dazu kommt auch. Genau. Der. Das ist ein Test. Wow. Genau. Okay. Sto facendo un test per quelli che vogliono la parte interna in acciaio. Bene, bene, bene. E poi? Beh, diciamo che abbiamo introdotto il PID anche nel modello commerciale. Ok. Qui possiamo vedere le varie Adele, Inox. Ma una domanda, ci saranno ancora le come si chiama, le
Le pepine o vengono sostituite? La pepina resterà okay. in produzione. Ovviamente Adele avrà un prezzo leggermente superiore rispetto a pepina dovuto all'elaborazione. Okay. ok. Le funzioni sono le stesse, la dotazione è la stessa. Ok. Alessandro, du musst hier kommen schon mal, wie das interessant ist. Na, ja, haben wir wieder die abgerundeten Kanten auf, facciamo un caffè, auf die Seite kommt.